So, meine Damen und Herren, wir haben es wieder geschafft zu verreisen. Es ist mir eine Ehre, ein Fest und ein inneres Blumenpflücken. Wir sind nach Nierstein verreist, in Rheinhessen, zusammen mit Gina Gehring, die hier schon tatenkräftig einschenkt. Ich freue mich, dass wir eingeladen sind, Gina. Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr hier seid. Es ist tatsächlich schon die vorletzte Folge dieser Staffel. Es geht alles auf ein Ende zu, aber am Ende wird es immer schöner oder so, heißt es ja. Ich glaube, der Spruch ging irgendwie anders. Genau. Gina, ich habe direkt eine Frage für dich. Du hast deinen Techniker in Weinsberg gemacht. Warum können die in Gelsenheim nichts? Fängt schon richtig gut an hier. Gelsenheim kann absolut was. Ich habe tatsächlich mal mit einem Lehrer ein Gespräch geführt, der zu mir gesagt hat, es ist eigentlich egal, wo man lernt. Das kommt immer auf einen persönlich drauf an. Für mich war es einfach cool zu sagen, in Weinsberg, da kommt man nochmal raus, irgendwie nach Württemberg, sieht man was anderes und praxisnah, hat dann irgendwie Spaß gemacht. Vor allen Dingen muss ich sagen, toi toi toi, während Corona, wir hatten kaum Homeschooling, waren dann auch relativ schnell wieder in Präsenz. Das ist geil. Das war gut, ja. Ja, nimmst du viel mit und lernst viel. Und ich habe gehört, die Technikerschule in Weinsberg soll ganz hoch angesehen sein. Ja, das stimmt. Gerade jetzt, seitdem du da warst. Ja, klar, logo. Ja. Hast recht. Matze, warum können die in Gelsenheim so viel? Oh, ich fand die Antwort eigentlich relativ diplomatisch von dir. Nein, man muss ja schon ehrlich sein. Ich habe ja auch überlegt, am Anfang nach Gelsenheim zu gehen. Also das Drumherum um Gelsenheim ist schon sehr, sehr cool. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, das ist einfach, was man persönlich so ein bisschen auch lieber mag. Weil, also Praxis natürlich, die hast du im Technik natürlich mehr. Das ist praxisorientierter. Wer vielleicht lieber ins Detail geht, der ist in Gelsenheim ganz gut aufgehoben. Ja. Ich mach beides dann. Ich glaube, wer gern trinkt, der kann beides machen. Also. Wer gern trinkt, kann auch in dieser Hütte hocken. Deswegen, Prost. Cheers. Schön, dass ihr da seid. Oh, riecht das geil. Ja, ich habe euch was ganz Besonderes ausgewählt heute. Kennt nicht jedermann. Deswegen auch vielleicht ihr als Weinprobe. Gut, du, Nierstein, müsstest das kennen. Der gelbe Orléans, eine autochtone Rebsorte. Nochmal, stopp, 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 zurück. Ja, eine was Rebsorte? Eine autochtone Rebsorte. Autochton bedeutet 200 Jahre alt. Eine heimische Rebsorte. Heimisch, fast dasselbe. Bedeutet eigentlich heimisch, aber heimisch in dem Sinne, dass sie wirklich vor 200 Jahren schon mal hier kultiviert wurde. Also wir haben in Geschichtsbüchern gefunden, dass sie am Roten Hang wirklich schon mal Bestand hatte, aber auch in Rüdesheim, Bergschlossberg. Also es gibt wirklich wenige Gegenden. Und ja, wir haben sie wieder kultiviert in seit 2013 wieder auf der Flasche und sind absoluter Fan davon, deswegen auch heute bei uns im Glas. Schon geil, ja. Ich finde auch gerade die Nase, ist halt wirklich was ganz Besonderes. Man merkt schon definitiv Roter Hang. Absolut, ja. Also es ist die Lage Ölberg. Für die, die Ölberg nicht kennen, eine super warme Lage, also kriegt schon viel Sonne auch ab. Ich finde, er hat diese typische Mineralität, aber schon auch diese Frucht. Man merkt einfach, der Weinberg kriegt unheimlich viel Sonne, was aber auch sehr wichtig ist für die Rebsorte. Ich hätte gesagt, so eine leichte Vanillenote. Ja, genau. Es ist auch unglaublich ähnlich zu dem, was wir letzte Woche getrunken haben, weil das ja auch aus dem Roten Hang ist und man merkt einfach, was für Ähnlichkeiten da drin sind, weil es halt Boden ist und Boden sich toll wieder zeigt. Das finde ich auch. Also der Orléans, deswegen finden wir ihn so toll. Ich meine, unser Herz schlägt für Riesling und Nierstein, aber trotzdem unser kleines Herz hier Orléans, für uns so ein bisschen zukunftsweisend, weil er sehr, sehr gut wie der Riesling eigentlich den Boden auch transportieren kann und zeigen kann, was Herkunft ist. Klar, er hat jetzt auch ein bisschen Reife, weil du sagst hier gerade Vanille, der liegt ziemlich lange auf der Vollhefe, macht eine klassische Spontangärung, wird von Hand gelesen hundertprozentig, also ist schon was Gutes, Lagenwein hier bei uns im Betrieb und wird auf sehr, sehr wenig Erntemenge auch runtergefahren. Ich habe gesagt, die Sonne ist sehr wichtig in der Lage, weil der gelbe Orléans eine Rebsorte ist. Jetzt komme ich auch zu einem Rundumschlag, wieso wir ihn überhaupt wieder kultiviert war oder wieso er damals verschwunden ist. Er ist damals einfach nicht so reif geworden und ich wurde vom Riesling eigentlich verdrängt, weil der Riesling mehr Fruchtaromen so mitbringt. Und mittlerweile so das Thema Klimawandel, wir haben wieder die Zeit, ihn reif werden zu lassen. Also wir brauchen schon immer so 10 bis 14 Tage, nachdem wir die Riesling-Ernte beendet haben, bis wir dann den gelben Orléans ernten können.
Es sind einfach Riesentrauben, sehr, sehr lange grün und groß. Ja? Das heißt, er braucht die Zeit definitiv, aber ich denke, es ist schon was ganz Spannendes und wir sind auch wirklich sehr erfreut oder freuen uns jedes Jahr eigentlich wieder, was die neuen Jahrgänge so uns zeigen können und was er da rausbringt. Ja. Steht aber trotzdem Versuchsanbau drauf. Also ja. Aus Versuchsanbau, einfach aus dem Grund, dass die Rebsorte nicht eingetragen ist in der Rebsortenliste in Rheinland-Pfalz. In Hessen sieht es wieder ganz anders aus. Also die ist da jetzt wieder eingetragen, oder? Nee. War nicht vor einem Jahr, wir nehmen mal alle als Eingetragene? Nee, also sie ist tatsächlich in dem Aufnahmeverfahren, aber offiziell ist sie immer noch aus dem Versuchsanbau. Ah, okay. Im Rheingau zum Beispiel ist sie seit Jahren schon eingetragen. Das heißt, da darf man sie ganz normal als Qualitätswein ausbauen. Und bei uns ist es, wie gesagt, aus Versuchsanbau. Aber meistens interessiert die Leute sowieso nicht, weil Hauptsache es schmeckt. Oder? Ja, genau, siehst ist du? Auch vielleicht eher spannend, oder? Wenn da steht Versuchsanbau, was versuchen sie denn da? Ja, genau, also, das stimmt schon. Das ja. schon ja. Ich meine, ich spiegel es auch immer so ein bisschen wieder, gerade aus der Sicht eines Winzers. Es ist auch spannenden Versuchsanbau, weil du Jahr für Jahr mit dieser neuen Rebsorte ausprobierst, wie kitzelst du das Beste aus dem raus. Wir probieren Jahr für Jahr neue Sachen aus, ob du jetzt wirklich, wie viel Maisstandzeit der Rebsorte gut tut, wie viele Monate auf der Vollhefe, bevor wir es wirklich dann runterholen, ob das das Spiel ist mit Edelstahlholz und so weiter. Also wir sind da stets am Ausprobieren und ja, macht schon Spaß. Ja, ist total geil. Also wir waren am 29. Dezember waren wir bei der Theresa Breuer und die macht ja auch Gelber genau. Orléans. Da haben wir es aber, glaube ich, nicht probiert. Da haben wir nur drüber geredet, weil bei die macht Theresa nur ist es sehr, 20 sehr selten. Flaschen ja, gefühlt. Also. Das stimmt, ja. Also es gibt wirklich nur vereinzelte Betriebe, die das haben und das auch wieder oder immer noch Urreben. Ich glaube, die Theresa hat sogar diese wirklichen Urbestandsreben. Wir haben die damals aus Geisenheim dann wieder als Vermehrungsmaterial. Ist okay, nicht aus Weinsberg, wir haben es gehört. das Vermehrungsmaterial bekommen und ja, aber es gibt ein paar Betriebe, die sich auch gerade so das Thema historische Rebsorten aufs Blatt geschrieben haben. Und da sind wir eigentlich auch bei uns im Betrieb immer wieder bei dem Thema, wir wollen eigentlich mehr zu dem klassischen hin, Tradition und wo wir verwurzelt sind und was wirklich mal da war und weniger zu dem Thema Neuzüchtung, gerade was im Premium-Bereich angeht. Also, ja. Deswegen habt ihr auch Heunisch, glaube ich, oder? Ja, wobei der kleine Heunisch ist ein Synonym für den Ochserrohr. Ach so, okay. Ich dachte, ihr hättet auch noch Heunisch. Diese original alte Rebsorte ist der weiße Heunisch. Ja, ach so. Nochmal eine andere Abstammung. Und kleiner Heunisch ist einfach nur so ein Synonym. Das genau, weißt du warum? Weil der Papa immer sagt, der Ochserrohr kann die mal aussprechen. nee, wir haben schon gesagt, wir wollen zu dem klassischen, ist es einfach. Dumm gesagt, es ist halt ein deutsches Wort im ersten Moment, weniger befremdlich für die Leute, die trauen sich in dem Moment dran und hinten auf dem Etikett steht dann aber auch schon ein Ochserrohr drauf, ja. Ja, cool. Wenn ihr genauso viele Fragen habt wie wir oder auch nur eine, dann stellt sie gerne. Die Gina hört gerne aufmerksam zu und der Robin liest alles, was ihr tut. Ist eine Drohung. Genau, Matze. Jetzt haben wir schon viel bisschen über Ausbildung geredet. Ich war ja jetzt nicht in Oppenheim wie ihr beide, sondern Kreuznach. Und es muss ich ein bisschen provozieren. Ich glaube, da spricht viel Neid von meinem Berufsschullehrer. Aber der hat immer gesagt, roter Hang ist toter Hang. Es ist ja immer noch ein DLR und diese Folie habe ich auch in der Schule gezeigt. Mit roter Hang ist toter Hang. Ich glaube, die Folie hat es sogar einmal bis nach Weinsberg geschafft. Jetzt macht ihr aber auch ein bisschen was, um jetzt Wasserhaushalten so zu regulieren. Was genau macht ihr denn? Also prinzipiell ist es super interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Einzellagen damit gut klarkommen. Wir haben zum Beispiel eine Satzlage Pettental, das ist unheimlich fruchtbar und was für ein Wasser da ist, auch in 2018, das ist wirklich crazy. Muss man wirklich individuell entscheiden. Klar, Begrünung im ersten Moment kurz halten und gerade in den Steilhängen, wo es wirklich dann eng wird mit dem Wasser, arbeiten wir auch dann mit Abdeckung, Stroh vor allen Dingen. Ich denke, das sieht man ja auch immer öfter am Roten Hang, ist dann in dem Sinne auch nötig. Im letzten Jahr, wo jetzt Wasser mal da war, ging es ja dann ganz gut. Spannend wird es dann immer in den Jahren wie so 18 und so. Mal gucken, was uns dieses Jahr so. Ja, bis jetzt ist es auch eher trocken. Ich bin auch mal gespannt. Man sieht das Stroh vom Winter noch sehr gut, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Was da die kommenden Monate jetzt wieder auf uns zukommt. Vor allen Dingen in Zukunft, was da halt so passiert im Roten Hang.
Ich meine, klar, junge Lagen muss man mittlerweile aber auch nicht nur am Roten Hang bewässern. Es gibt da schon genug Strategien und ich glaube, es gibt genug andere Lagen und Parzellen, denen es zumindest genauso trocken ist wie am Roten Hang. Ja, ich glaube, da hat doch ein bisschen Neid rausgesprochen. Ja, vielleicht. Nee, also Roter Hang an sich, muss ich wirklich sagen, ist natürlich schon einmalig. Ich bin so dankbar, dass wir hier verwurzelt sind, unsere Weinberge haben. Es ist einfach unheimlich schön, in so einem Familienbetrieb groß geworden zu sein und diese Lagenvielfalt auch einfach zu haben und das spielen zu können. Das Glück hat nicht jeder. Ja, deswegen sage ich auch, Riesling muss halt einfach am Roten Hang, weil das ist ja, schon geil. Es geht viel anderes auch. Es gibt ja Leute, die machen Blaufränkisch im Roten Hang, die machen Sauvignon Blanc im Roten Hang. Jetzt die machen Melo. Gelben Orléans, Melo. Ja, also klar, kommen immer wieder spannende neue Projekte, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber das Hauptbestandteil bleibt am Roten Hang immer noch Riesling. Es kommt ja auch ganz auf die Frage, was passiert mit dem Riesling, mit dem Thema Klimawandel, gerade bei so warmen Böden wie am Roten Hang. Ich glaube, er bleibt, er wird sich von der Stilistik einfach verändern, aber... Ja. Apropos spannende Projekte, du hast direkt den Hipping als Projekt anvertraut bekommen, seitdem du zu Hause ein bisschen mitmischst. Wie geht es in diesem spannenden Projekt voran? Geht sehr gut voran. Das Projekt habe ich tatsächlich übertragen gekriegt, weil ich die Handarbeit einfach super liebe. Der Papa war, glaube ich, ein bisschen froh, dass er sie abgeben kann. Nee, ich liebe diesen Weinberg einfach, weil man hat den geilsten Blick vom ganzen Roten Hang. Es bringt für mich super spannende Weine jedes Mal hervor. Steilhang ist und bleibt einfach spannend, um Wein zu bereiten. Und ja, der Weinberg wird, so gut es geht, nachhaltig bewirtschaftet, schön gesenzt, Unkraut gehackt waren wir gerade am Samstag. Da ist auch dann ein oder andere Schweißtropfen geflossen und Sonnenbrand gab es auch direkt mit dazu. Ja, aber es läuft ganz gut. Ich habe jetzt, bin mal gespannt, ich bin eigentlich ein sehr, sehr großer Fan von großen, klassischen, deutschen, alten Holzfässern. Auch neuen, großen Holzfässern. Da ich wollte gerade sagen, du findest wahrscheinlich jetzt 50, die dir schreiben, ich habe noch ein altes. Wir haben auch einen Keller voll mit altem, weil tatsächlich mein Urgroßvater, man sieht es hier auch so ein paar Bildern im Hintergrund, Holzküfer war. Die Gerings waren mal eine Holzküferei. Wir haben unten im Keller noch ganz, ganz viele Fässer von meinem Opa, die ich gerne alle wieder so ein bisschen frisch machen würde. Ein bisschen mehr wieder mitarbeiten. Ist auch immer wieder so ein Thema Generation. Ja, mein Papa, Edelstahl, war damals total cool und ich finde halt Holzwasser irgendwie faszinierend. Ja, und da werde ich jetzt voraussichtlich jetzt den kommenden Jahrgang mal wieder in einem Halbstück ausbauen, weil Hipping natürlich immer sehr, sehr wenig ist von der Erntemenge. Aber mal gucken, was da so geht. Ja, ich habe letztes Jahr jetzt angefangen wirklich mit einer Spontangärung, mit einer Spontanhefe, die ich im Weinberg hochgezogen habe. Also hast du wirklich so einen Ansatz im Weinberg gemacht? Ja, genau. Das angehen lassen und dann erst den Most zugegeben. Cool. Und ansonsten ist das eigentlich aber ähnlich wie bei unseren anderen Lagenweinen, wo wir auch so wenig tun wie möglich. Also kaum Zusatzstoffe, relativ wenig Schwefel. Es wird eigentlich alles mit Falldruck in dem Moment dann gemacht, bis zur Füllung später. Und ja. Gekonntes nichts tun. Am Samstag fülle ich meinen eigenen Wein. Da haben wir auch echt nichts gemacht an dem Zeug. Oh, an was gibt's? Sauvignon. Cool. Ja. Yeah. Da bin ich auch mal aber gespannt. Aber auch gekonnt nichts gemacht. Ja, also wirklich für die Leute sehr, gekauft. Sehr belesen nichts getan. Ja. Also sehr, danke. Sehr, sehr, sehr kompetent nichts getan. Meistens eine Brille aufgehabt beim Nichtstun. Also man muss schon sagen, da war schon. Klassische Musik gehört. Klassische Musik gehört sowieso. Nur Bach und Beethoven. Ja, Beethoven ist ein bisschen wild. Also. Ja, stimmt natürlich. Es waren noch wilde Häfen dabei. Nicht demeterfreundlich. Nicht biodynamisch. Ja. Weil das gekonnte Nichtstun ist ja auch sehr oft, du machst ja die ganze Zeit was. Du bist ja ständig am Kontrollieren ja, und Probieren genau. Und so weiter. Also du machst schon die ganze Zeit und wuselst um den Wein herum, aber ja, ist ja auch immer Nervenkitzel. Du willst dann auch nicht verkacken und dann... Ja, ganz genau. Machst du jetzt noch was? Ist besser, wenn ich die Finger weglasse. Also wir kennen wenige Winzer, die wirklich Langeweile haben, obwohl man ein bisschen Eindruck hat. Ich meine, die haben... Ein Restaurant, Wohnmobilstellplätze, Ferienwohnungen, noch Events. Man schafft man das Weingut. Was davon ist jetzt Hobby? Ja. Nee, also Leidenschaft und absoluter Mittelpunkt ist definitiv schon noch der Weinbau und das Weingut. Krasserweise sind wir trotzdem noch der klassische Familienbetrieb. Der Papa schmeißt die Weinberge und den Keller komplett und die Mama macht das Büro. So ist der Betrieb eigentlich groß geworden. Und der Rest hat sich so etabliert. Also irgendwie der Betrieb fing an wirklich nur mit Weingut, dann damals eine klassische Straußwirtschaft, die aber wirklich nur so Wochenends betrieben wurde. Und wir haben halt wirklich gemerkt, Nierstein ist und bleibt einfach ein sehr, sehr guter
Anreisepunkt, gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und es hat sich irgendwie alles so entwickelt und ergeben. Und es gibt immer hier eine kleine neue Baustelle und da was Neues und hier wieder eine Idee. Und das zeichnet uns schon noch aus, dass wir wirklich immer sehr, sehr viele Ideen haben und umsetzen wollen. Und ich glaube, letzten Endes geht es immer darum, dass wir mittlerweile nicht nur noch Wein trinken, sondern immer Wein erleben. Und das haben wir uns auch wirklich so ein bisschen auf die Brust geschrieben. Also uns geht es darum, dass die Leute hier ankommen können, die lernen das Produkt kennen, verstehen, was überhaupt Weinbau bedeutet, die ganze Arbeit hinten dran und dann vielleicht auch im Endeffekt bereit sind, 1-2 Euro mehr auszugeben für einen guten Wein vom Winzer und im Nachhinein wissen, warum sie vielleicht vor Ort kaufen sollten. Sehr cooles Projekt. Ja. Das stimmt. Quasi wieder was für den deutschen Weinbau getan. Und damit kennst du dich ja aus, weil du warst ja auch mal hier Weinkönigin. Also total Weinpromotion und sowas. Ja, tatsächlich erst im April die Krone abgegeben. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, warst Weinkönigin bis gestern. So ungefähr. Nee, stand auf Weinkönigin war ich. Ja. Habe als kleines Mädel immer gesagt, auf gar keinen Fall mache ich sowas. Aber bei mir war es tatsächlich, ich habe mitgekriegt, Johannes hat es auch erzählt, sehr spät entschieden für Weinbau, war bei mir auch so. Ich habe wirklich lange gezögert und gesagt, nee, auf keinen Fall. Er wollte eigentlich eher ins Marketing und erst als man so anfängt, wirklich das Produkt dann auch mit dem Alter kennenzulernen, es war es auch bei Johannes wie bei dir ums Trinken, gell? Das habe ich nämlich bei beidem rausgehört so ein bisschen. Also man muss auch einfach sagen, Wein ist und bleibt ein komplexes Produkt, was man erst verstehen kann, wenn man es probiert. Und irgendwann kommt man in das Alter, wo man versteht, warum die Eltern so viel Zeit und Liebe da reingesteckt haben und investiert haben, weil man einfach merkt, was für ein geiles Produkt das ist. Und so bin ich dann auch wirklich darauf gekommen. Und am Anfang wollte ich, hey, nur Weinmarketing. Und dann hat mich das aber so begeistert, dass ich absolut in die Praxis abgedriftet bin und mittlerweile sehr, sehr gerne auf dem Schlepper sitze. Und Nierstädter Weinkönigin war mir dann aber trotzdem so ein Herzensprojekt, weil ich gesagt habe, wenn ich schon von dem Punkt von, nee, eher nicht zu Weinbau, zu ich liebe dieses Produkt hingehe, dann kann ich das nach außen hin eigentlich auch genauso erzählen und kommunizieren und es hat schon Spaß gemacht und leider ist meine Amtszeit sehr in die Corona-Zeit gefallen und ich habe viele Videos gedreht und so, aber das war auch total cool, weil so Wein-Erklärvideos war dann auch immer wieder so ein Aha-Moment, wenn auf einmal Leute, wo du dachtest, die sich sehr gut mit Wein auskennen, drunter schreiben, so, oh crazy, wusste ich gar nicht und es hat schon Spaß auch gemacht und auch Wein nochmal ganz neu wiederentdeckt und ich muss auch sagen, das Amt neu wiederentdeckt und hoffentlich auch so ein bisschen geprägt, dass man digital da auch sehr viel meistern kann und eine Weinkönigin nicht immer nur gut aussieht und nett lächelt, sondern wirklich auch Botschafterin für das Produkt ist. Das und ist Ahnung wichtig. Hat. Genau, das ist, also klar, die Ahnung kann man sich auch immer beibringen und schulen und so weiter. Hauptsächlich ist es wichtig, dass du Spaß daran hast. Mhm. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Mädels sich jedes Mal bereit erklären dafür. Das zu machen, ist auch einfach eine Riesenaufgabe. Man muss auch erstmal vor so vielen Menschen reden können, wenn man eine Veranstaltung eröffnet. Aber mir geht es wirklich darum, dass das nicht einfach nur so ein bisschen belächelt wird, sondern man auch so ein bisschen Respekt davor hat, dass die Mädels wirklich diese Aufgabe übernehmen. Und das ist leider in der deutschen Weinbranche nicht so selbstverständlich, dass die Mädels auch mehr können als Dirndl anziehen zum Beispiel. Ja, jetzt blöd gesagt, aber ist halt leider wirklich so, ja. So ist es. Wir hatten es gerade, dass es hier so schön ist. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind in Nierstein. Außerhalb ist die Adresse. Mitten im Wingert. Und wir sind hier in unserer kleinen Hütte am Stellplatz, am Wohnmobilstellplatz. Ich habe euch vorhin gesagt, jetzt müssen wir auch die Story dazu erzählen. Das ist nämlich das war eine geschickte Überleitung. Sehr cool. Also erstmal ist es ultra warm hier drin, sie ist sehr gut gedämmt, die Hütte. Ja. Können wir noch einen Aufguss haben, bitte? Ja, wir haben sie umgetauft. Ist jetzt Nierstädter Sauna, ja. Aber es ist ja auch Bombenwetter heute, haben wir echt Glück gehabt. Draußen ist super, ja. Jetzt kommen die Insider hier wieder zum Vorschein. Ja, eine klassische alte Weinbergshütte, deswegen auch gut gedämmt, dass wenn es wirklich mal eisig kalt draußen ist oder Regen da ist, dass man sich da ein bisschen zurückziehen kann. Und die stand eigentlich in Nierstein mitten am Roten Hang. Und dann kam die Flurbereinigung und die Hütte sollte abgerissen werden. Und da hängen aber sehr, sehr viele Erinnerungen dran von vielen Familienmitgliedern. Und da wurden schon so einige Partys drin gefeiert mit sehr viel Wein. mitten im Feld und dann haben wir gesagt, komm, wir bauen es hier wieder auf. Und wer war denn da maßgebender Teil, wenn also du das so erzählst? Ich war noch ein bisschen klein dafür, aber mein Cousin, mein großer Bruder, da gibt es so ein paar Storys. Ah, okay. Ja, ganz witzig.
Und dann haben wir es quasi wieder hier aufgebaut, ein bisschen frisch gemacht und es ist halt jetzt echt ein cooler Spot hier. Kann man mit bis zu 8 Personen sitzen und geile Abende verbringen. Haben wir schon ein bisschen Spaß gehabt hier, ja. Ich habe später nichts vor. Mit Sonnenuntergang direkt hier, perfekt. Hast du nicht weit bis morgen auf die Arbeit, gell? Das stimmt, ich muss nur den Berg runterfallen. Runterrollen, ja. Ja, geht einfach. Der Robin hat schon die ganze Zeit eine Frage parat. Ja, das stimmt. Die Gelande hat gefragt, was gilt beim Ausbau koscherer Weine zu beachten und seit wann ihr die schon produziert? Ja, da hat jemand direkt geguckt hier, was wir so können machen. Koschere Weine ist ein relativ neues Projekt von uns. Hat mein Papa tatsächlich durch einen Freund oder einen befreundeten Juden angefangen, den er in seiner Jugendzeit in Frankfurt kennengelernt hat. Und die haben sich vor 2-3 Jahren wieder getroffen und gesagt, hey, wieso verkauft ihr eure Weine eigentlich nicht in Israel? Dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen bei dem einen oder anderen Glas Wein und haben gesagt, okay, wenn schon, denn schon, dann machen wir es auch richtig, dann wollen wir auch koscheren Wein produzieren, um den Markt so ein bisschen mal abzutasten. Und hatten dadurch ihn sehr, sehr gute Unterstützung. Er ist leider mittlerweile verstorben, muss man dazu sagen. War aber eine sehr, sehr gute Unterstützung für uns da. Und koscher machen wir seit, jetzt muss ich überlegen, 2019, genau, 3 Weine, Riesling, Grauburgunder, Gelber Muscatella. Der wesentliche Unterschied im Ausbau ist eigentlich, dass es auf jeden Fall jemand Gläubiges machen muss. Also es ist die ganze Zeit ein Rabbi mit dabei gewesen, von der Lese bis hin zur Füllung später. War sehr, sehr spannend. Es dürfen nur koscher oder wie man es auch bei uns zertifiziert hat als Kaschrut, ist quasi eine Definition davon, dürfen nur gewisse Zusatzstoffe hinzugefügt werden. Das heißt eigentlich, weil wir fast nichts hinzugefügt haben, ist es für mich als Winzerin aus der Sicht ein klassischer Naturwein. Also auch wenn man mal reinriecht, er hat eigentlich wirklich so diese ganz, ganz klassischen, manche würden es als Böxer bezeichnen, aber es ist halt schon eine spontane Aromatik da. Es ist ein Wein mit, dadurch, dass wir keine richtige Vorklärung machen konnten, auch sehr trüb vergoren. Das ist schon spannend, das hat eine krasse Struktur. Ich finde es von der Weinstilistik her selbst unheimlich spannend und interessant. Und ja, ich glaube so von der Weinbereitung, wie gesagt, einfach wirklich zurück zum Ursprung. So wenig wie möglich machen, auch Behandlungsmittel ganz, ganz wenig. Schon wieder gekonntes nichts tun. Schon wieder gekonntes nichts tun. Kein Wunder, dass die so viele Stellplätze für Wohnwagen haben und sowas. Also das war wieder dein Zitat für die Weinbeschreibung. Ja. Ja. Nee, also es ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, dadurch, dass dieser Rabbi kommt. Der muss dann tatsächlich auch den Knopf drücken, wenn die Presse angeht und bei der Füllung die ganze Zeit dabei sein und so. Aber es ist auf jeden Fall aus Sicht eines Winzers nochmal spannend gewesen, Wein anders produzieren auch zu müssen. Also nicht nur zu wollen, sondern auch einfach zu müssen und sich mal Regeln fügen zu müssen, neue Ideen zu machen. Und ja, ganz einfaches Beispiel für euch als Winzer. Wenn man filtriert, kann keine Schichten einsetzen, was macht man? Crossflow filtrieren. So. Ja. Ihr habt einen Crossflow-Filter? Nee, haben wir dann geliehen für das Projekt. Ich wollte gerade sagen. Man darf keine Schichten verwenden für... Man darf bestimmt Schichten verwenden, wenn sie irgendwo zertifiziert sind, aber einfach dieser Verwaltungsaufwand, bis dann die Behörden das geprüft haben, welches Produkt wirklich als koscher zertifiziert ist und so weiter. Ja. Das sind wir einfach umgangen, haben gesagt, wir wollen den Wein so pur wie möglich auch dann in die Flasche bringen. Und das Coole ist, dass wir mittlerweile den Wein nicht nur in Israel vermarkten, sondern auch wirklich international so ein paar Leute gefunden haben, gerade in Hotels und Gastronomie, weil die Leute ja wirklich darauf angewiesen sind, wenn sie danach leben. Also auch als der Rabbi da war, der ist dann immer nach Frankfurt abends gefahren, um essen zu gehen. Einfach weil sie wirklich nach diesen Regeln leben. Und so haben wir auch zum Beispiel, ein sehr, sehr großer Markt ist Paris. Paris hat ganz, ganz viele koschere Restaurants. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Ist ja dein Glas, ist schon wieder leer. Ja, irgendwie... hast du es. Dadurch, dass du heute so viel redest, was ich sehr gut finde, habe ich mehr Zeit zum Trinken. Es schmeckt gut. Ja, super, genau. Robin, hast du noch was? Nee, das war's bis jetzt. So, aber super Frage, geiles Thema, hatte ich ja auch noch auf dem Zettel stehen. Hast du noch was? Ich habe alle meine Fragen gefragt. Alle Fragen gefragt. Ja. Hast du noch was, was du erzählen möchtest, was hier abgeht, keine Ahnung, kommt. Aber wenn wir beim gelben Orleo sind, erzähle ich euch auch noch was über den Verjus. Kennt ihr Verjus? Ja, steht hier noch ganz unten drauf, was ist Verjus? Also ich kenn's, ich habe die Homepage gelesen, aber... Und zwar der gelbe Orleo ist eine Rebsorte, die auch sehr viel Ertrag bringt. Und weil wir wirklich das Potenzial auch schöpfen wollen, machen wir eine sehr, sehr hohe Ertragsreduzierung. Und gerade wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft so ein bisschen reden, haben wir gesagt, oh, das ist eigentlich schade, die Trauben bei der grünen Lese auf den Boden zu schneiden. Und irgendwie wieder zum Thema Ideen zurück. Mein Papa ist ein sehr, sehr kreativer Kopf.
kamen wir auf das Thema Verjus. Das ist übersetzt nichts anderes als der Saft aus grünen Trauben. Und wir gehen dann quasi hin, wenn wir die Trauben rausschneiden, es ist immer so ein bisschen abhängig von der Säure tatsächlich. Wir messen dann auch im Juni meistens. Im Juni. Also in ein paar Wochen. Ja, wir machen es nicht jedes Jahr. Okay. Ja. Aber der Arax-Reduzierung schon, aber den Verjus dann im Juni die Trauben rausschneiden. Letztes Jahr im Juni. Da war Blüte oder sowas. Letztes Jahr im Juni. Also es ist wirklich so, sobald die Trauben eine gewisse Größe erreicht haben und Erbsen, also nicht Erbsengröße, schon ein bisschen dicker, weil der Olle auch groß ist, aber sie müssen schon einen großen Saftanteil haben, die Trauben, aber dürfen auch nicht zu hart sein zum Pressen. Bedeutet, wir ernten die, wenn die schon noch ein bisschen hart sind, dann werden die kurz eingeweicht, angeknackst, weil sonst geht da gar nichts, ab auf die Presse und wird sofort gepresst. Und der Saft, der da rauskommt, dann einmal erhitzt. Ist so sauer, ist richtig, richtig sauer. Einmal erhitzt und dann abgefüllt. Und sauer in dem Sinne gut, weil wir das als Essigersatz benutzen. Also cool. Das Wort Essigersatz ist ein bisschen blöd, weil es sehr vielseitig einsetzbar ist. Wir benutzen es für Salatdressings, für Handkäse, Wurstsalat, klassisch bei uns hier in der Weinwirtschaft auch. Es wird aber auch in der Berliner Gastro-Szene unheimlich gerne mittlerweile für Cocktails einfach eingesetzt. Der Papa liebt es, nach einem heißen Tag auf dem Schlepper, wenn er nach Hause kommt, macht er sich eine Verjus-Schorle. Kennen wir tatsächlich aus Österreich, da trinken es ganz, ganz viele Leute gespritzt. Einfach so, keine Ahnung, im Schorleglas drei Finger breit, mit Wasser aufgefüllt. Das ist einfach so erfrischend wie so ein Zitronenwasser, weil das Schöne ist halt, es hat nicht so eine stichige Säure wie ein Essig, sondern es ist halt so eine richtige Fruchtsäure, die die Traube einfach mitbringt. Ja. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend und wir finden es halt irgendwie cool so. Gerade weil wir sagen, Lagenweine ist immer spannend, die Kombination Speise und Wein. Da kann man theoretisch das alles kombinieren. Man hat im Glas die Rebsorte Gelber Orlinger und kann gleichzeitig in seinem Essen ist irgendwie auch damit die Gerichte verfeinern oder zum Beispiel den Fisch irgendwie beträufeln. Ist auch immer super geil. Ja. Ich finde super spannend den Punkt, dass ihr das Zeug halt, also in dem Sinne weggeworfen ist es ja nicht, weil es läuft wieder in den Kreislauf, es vermodert im Boden. Ja, aber dass ihr es nehmt und sagt, guck mal, wenn wir das jetzt auf den Boden schneiden und da hat sich die Rebe so viel Mühe gegeben jetzt mit dem Zeug. Ja. Dass es dann nochmal presst und nochmal verarbeitet, nochmal was anderes draus macht, das ist cool. Komplett was anderes, so ein eigenes Ding. Also das Winzer Essig machen, das kommt ja öfter mal vor. Da kenne ich auch ein paar. Auch mal ab und zu aus Versehen. Ja, da kommen dann Sattelzüge ohne Aufschrift. Das ist richtig. Und holen es ab. Ja. Nee, also es ist halt der Orleo. Getroffen. Ja, du, wenn Kühne, weißt du, deine Gurken auf deinem Hof stehen. Von Laster, von denen oder von Kraft oder so. Geil. Ja, der Weinmarkt wird immer schwieriger. Muss man sich auf jeden Fall ein bisschen weiter. Einer hat gesagt, scheiß auf Wein, ich mache Essig. Ja. Kriegt er mehr. Ja. Stimmt schon, Wertschöpfung ist auf jeden Fall höher. Kleinere Flaschen, größerer Preis. Naja, beim Oliver ist halt einfach, das sind riesen Trauben. Das war so eine große Menge an Trauben, dass wir gesagt haben, das ist so schade, das auf den Boden zu schneiden. Ja. Und ist halt einfach ein geiles Produkt draus geworden. Und du hast halt nochmal eine alkoholfreie Alternative, wenn du nicht immer was Alkoholisches trinken willst. Und schon gut. Es ist auch ein Haufen Arbeit. Du musst die Presse frisch machen, du musst sie danach wieder putzen, bis du dann letzten Endes im Herbst. Du bist noch gar nicht im Herbst, weißt du? Dann musst du die Kälter schon rausholen. Die Boxen oder vielleicht teilweise auch im Eichelwagen, je nachdem. Und dann, ja. Ja. Aber du sagst, lohnt sich? Ja, lohnt sich vor allen Dingen dadurch, dass wir auch die Gastronomie haben und also das Wechselspiel haben, es da selbst einsetzen, sage ich mal. Und gerade für die Gastronomen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist auch unheimlich schön. Also wir haben ja auch regional ein paar Hotels, Gastronomen, die es gerne benutzen und ja, sind wir doch ganz happy mit dem Produkt. Das ist schön. Ich finde, es lohnt sich, zu Gina Gehring aufs Weingut zu kommen. Das ist ein super Wein, es macht total viel Spaß. Robin, hast du noch was? Nee? Dann sind wir auch mit unseren Fragen durch. Ich danke dir für die Einladung ins Interview. Es war wieder wunderschön. Sehr gerne. Prost, danke. Auf Wiedersehen. Und ich habe schon gesagt, wir trinken hier noch ein bisschen weiter. Ja, genau. Euch. Schönen Tag. Ciao.